Und da sind wir wieder zurück bei Fallout New Vegas. Ich muss einen Blick in die Komplettlösung werfen, um festzustellen, dass die zwei Sicherungen, die ich habe, nicht ausreichen. Das Problem ist, man braucht drei. Ich habe mich aber auch spoilern lassen, dass es hier angeblich auch noch ein Heftchen gibt. Wenn wir es denn finden. Scheinbar aber doch nicht. Vielleicht habe ich das ja auch schon mitgenommen. Weiß ich jetzt gar nicht. Oder es befindet sich hier irgendwo. Der Lautsprecher wird geblockt. Aber auch nur ganz kurz. Tja, ich werde wohl wahrscheinlich nicht darum herumkommen, die dritte Sicherung zu suchen. Gucken wir noch mal, ob wir denn ja nicht noch doch irgendwie ein Heftchen haben. Wissenschaft plus 10. Informatik intim. Sollte uns das helfen? Versuchen wir es einfach mal. Nein, nicht Fleisch und Bohnen. Informatik intim hätte ich gerne. Reparieren, ne. Gegenstände benötigt. Mit diesen Teilen den Schaltkreisunterbrecher reparieren. Ja, hier steht's nämlich. Sie brauchen eine Sicherung. Aber das stimmt nicht. Wir brauchen drei Sicherungen. Und zwei habe ich, meine ich. Sicherung? Sicherung 2. Ich habe mich jetzt natürlich aber auch nicht spoilern lassen, wo die dritte ist. Und meine Reparieren-Skills reichen einfach leider noch nicht aus. Irgendwie muss ich das Ding reparieren. Also nochmal raus. Tja, die dritte Sicherung, die dritte Sicherung. Wir hatten eine da oben gefunden. In einer Kiste. Oh. Unangenehme Wolke, würde ich mal sagen. Jetzt ist es natürlich auch schon ein paar Tage her, dass ich eine Sicherung gespielt hatte. Tja, so einfach geht das. Ja, ich hatte also jetzt wirklich nicht nachgeguckt, wo die dritte Sicherung ist. Das war jetzt wirklich purer Zufall. Mit diesen Teilen den Schaltkreisunterbrecher reparieren. Yes, mit den zusammengestellten Teilen ist es Ihnen möglich, den Schaltkreisunterbrecher zu reparieren und den Strom wieder zum Laufen zu bringen. Okay. Bringen Sie Christine zum Aufzug der Kammer. Dann wollen wir das mal machen. Komm mal mit, Mädel. Mir nach. Sie nickt. Na gut, dann komm mal mit. Tick, tick, tick. Oh. Oh, tick, tick, tick. Oh, shit. Nein, wir werden... Mir wird der Helm... mir wird der Kopf explodieren. Ja, und ich bin auch tot, ne? Tja, dann das Ganze nochmal, bitte. Ach so. Ja. Reparieren. Okay. Ja, zum Aufzug. Zur Kammer mit der manuellen Unterbrechung.
Da unten ist überall Wolke. Wahrscheinlich müssen wir die Treppe dann da wieder rauf und da dann rein. Ja, das ist natürlich super. Wo ist sie überhaupt? Jetzt habe ich sie da stehen lassen. Das ist natürlich ganz großes Tennis. Man sieht, ich bin wieder bestens vorbereitet. Komm mit. Liegt hier noch irgendwas? Ja, ein Heftchen. Und da oben ist auch noch eine Tür. Da geht's dann rüber. Puh, ich sollte vielleicht erstmal irgendwie ein Stimpack oder sowas nehmen. Der zumindest ein bisschen Energie regeneriert. Mist, wo war jetzt hier die Treppe nach oben? Die Treppe nach oben, die Treppe nach oben, die Treppe nach oben, da. Tja, wo sind wir denn hier? Weil Utility. Ich baue noch ein Stimpack. Ich hatte die Treppe auf der anderen Seite doch gerade noch gesehen. Kann doch nicht sein, dass die weg ist auf einmal. Gucken wir noch mal. Mädel, wo rennst du denn da rum? Da ist die Treppe. Puh! Ich habe es fast hinter mir. Gucken, vielleicht können wir ja mal mit Nahrungsmitteln oder der Mir geht's nicht sehr gut. Durst habe ich wie Sau. Na dann. Vier Trefferpunkte. Ein leicht verschlossenes Terminal. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja mal geknackt. Das wären drei richtige. Das wären auch drei richtige. Das sind drei richtige. TER würde ich mal sagen am Ende. Nee. Oder? Probieren wir es einfach mal. Nee. Da müssen wir wohl nochmal ran. Außerdem liegt da jemand rum und ist ganz schwer am Atmen. Raised 2. Remain. Drei richtige. Ein richtiger. Na, so viel. So viel dazu. Ja, ich gehe hier immer wieder raus, weil sonst der Terminal nämlich geblockt wird und dann kann man da nichts mehr eingeben.
wenn man alle Versuche aufbraucht. Wenn man jedoch wieder rausgeht und es neu probiert, dann hat man wieder 4 Versuche. Das nur mal so zur Erklärung. 4. Das sind 3. Dealer. Gladly. Liegt. Hearts. Sealed. Jawohl. Jetzt das Kennwort eingeben. Lautsprecher abschalten. Wird abgeschaltet. Wie billig. Das ging nur damit. Wer bist du denn? Söldner-Veteranen-Outfit. Das Dynamit nehmen wir mal mit. Söldner-Veteranen-Outfit. Dienstbuch der Elektronik. Und ich glaube, das können wir uns sogar mal angucken, weil das nämlich dauerhaft steigert. Reparieren um 3 erhöht. Sehr schön. Treasures Mines, Assholes. Tja, sieht nicht danach aus. Jo. Jetzt haben wir die Dinger ausgeschaltet. Tja. Sprechen wir mal mit ihr. Sie hebt eine Braue. Medizin könnte ich vielleicht mal probieren. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas Medizinisches hab. Der moderne Arzt. Doch. Und dann kann ich ja nochmal mit ihr sprechen. Und sie hebt eine Braue. Und dann kann ich ihr nämlich mal diesen Na super. Jetzt ist diese Gesprächsoption weg. Ausrüstung tauschen, Taktik. Ja, würde ich mal sagen, Gesprächsoption weg. Ich brauche noch ein Steampack. Da. Na. Meine Maus will nicht. Vielleicht sollte man noch einen nehmen. Und zur Sicherheit vielleicht auch nochmal speichern. So. Süße. Dann sollten wir hier vielleicht hinten in der Tür nochmal gucken, weil da war ja, stand ja irgendwas von Utility. Da kann man wohl scheinbar nichts machen. So, noch hier ein Ventil. Da geht eine Treppe nach oben, da kommt man aber wohl nicht hin. Was? Ihre Blicke huschen? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Sie hebt eine Braue.
Vielleicht sollten wir nochmal hier hinlaufen. So lächerlich sich das auch anhört. So, jetzt nochmal zurück. Vielleicht kommt da jetzt die Meldung nochmal. Gucken wir mal. Metallkiste, sehr leicht verschlossen. Das Jungsmagazin. Eine Sonnenbrille brauche ich nicht. Terminal. Sierra Madre Stromregulierungssystem. Betreff im Notfall. Im Notfall müssen alle Nebensysteme sofort abgeschaltet werden, damit die automatischen Systeme die Auslastung ausgleichen kann. Hä? Damit die automatischen Systeme die Auslastung ausgleichen kann. Nee, nicht kann, die können. Falls die automatischen Systeme versagen, wird Ihr Vorarbeiter einen von Ihnen in den Raum zur manuellen Überbrückung soeben neben dem Hauptregler schicken. Mein Gott, mein Deutsch ist heute auch nicht viel besser. Zweite Schicht wird. Die Jungs, die das Gas abbekommen haben, liegen immer noch flach. Alle müssen deswegen mehr arbeiten und das Gemurmel geht los. Mr. Yesterday schleust vor Sinclairs Augen weiterhin Alkohol und Medikamente hierher. Aber es hilft nichts. Wir brauchen diese Jungs wieder. Wenn es noch so einen Chemieleck wie dieses hier gibt, war es das mit den Bauarbeiten für den Rest des Jahres. Anzüge sind eingetroffen. Die neuen Chemieschutzanzüge sind heute gekommen. Also konnten wir die Lüftungskammern in die... Mein Gott. Ich fange nochmal von vorne an. Die neuen Chemieschutzanzüge sind heute gekommen. Also konnten wir in die Lüftungskammern steigen und sehen, wie sich dieses Wolkengemisch bildete. Die Anzüge sehen gruselig aus. Es ist kaum möglich, sich darin zu unterhalten, deshalb mussten wir Zeichensprache verwenden, um uns zu verständigen. Wenigstens können wir jetzt die Rohre und Lüftungskammern untersuchen. Das Gas beunruhigt mich aber. Hat die Jungs wirklich übel zugerichtet? Wenn die Kammern wieder verstopfen, wäre es schlimm, wenn das Gas austritt und die Villa auslöscht. Hicks schluck auf. Herzchen wächst. Ich glaube, man kann noch viel mehr Monitore durchlesen. 2 von 8 waren das jetzt. Braucht man wohl, um die gesamte Geschichte mitzubekommen. Machen wir mal die Tür auf. Ah ja. Das habe ich jetzt wohl gelesen. Shopping für Wochenendkrieger. Sehr gut. Zuckerbomben. Kartoffelpüree. Ah, was haben wir denn da? Ein automatisches Gewehr. Kühlschrank ist nur Alk. Da ist noch ein Heftchen. La Fantoma. Annie's spinnt. Schwer verschlossen. Ein Gefäß mit Wolkenrückständen. Dietrich von 75. Gefäß mit Wolkenrückständen. Giftproben. Mhm. Und das nehmen wir auch alles mit. Schwer verschlossen. Dietrich 75. Wie viel habe ich denn? Fertigkeit. Dietrich 55. Ja, da hilft ja selbst ein Heftchen nicht. Aktivieren Belüftungssteuerungssystem. Machen wir das doch mal. Warnung. Das Belüftungssystem sollte nur für Routine-Wartungsarbeiten abgeschaltet werden. Belüftungssystem aktivieren.
Sie hören ein lautes Geräusch aus dem Raum im Westen. Es klingt, als ob das Belüftungssystem hochfährt. Damit sollte die Wolke im Untergeschoss der Schaltstation und in Teilen von Puesta del Sol's Straßen keine Gefahr mehr darstellen. Okay. Ja, man hört wirklich ein Rauschen. Da ist sonst nichts weiter. Da hat man schon reingeguckt. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Oh, oh. So viel zu Fallout für heute. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auf der linken Seite oben findet ihr die komplette Playlist mit allen Videos. Links unten gelangt ihr zu den Videos von meinem Minecraft-Server. Klickt auf den Gasmaskenmann, um meinen Kanal zu abonnieren und nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Macht's gut!